EA Pro Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute die Geschichte der Vergiftung des Königs Omar durch die alte Zatavahi. Am folgenden Morgen brach die Armee unter der Anführung des Verwalters Bahrams und Rustems gegen Konstantinopel auf, während die Prinzen, der Wesir, die Alte, 100 Ritter und viele Diener mit Mauleseln, um die Schätze des Patriarchen damit fortzuschaffen, den Weg nach dem Kloster einschlugen. Die Alte hatte aber schon zum Voraus auf den Flügeln eines Vogels dem Kaiser von Konstantinopel Nachricht von allem gegeben und ihn gebeten, heimlich durch das Gebirge 10.000 Mann nach dem Kloster zu schicken, die sie mit dem Prinzen überfallen sollten. »Ich werde«, sagte sie dann am Schluss des Briefes, »den Muselmännern die goldene Kreuze und andere Kostbarkeiten überliefern. Auch werde ich, um sie desto sicherer zu täuschen, den Einsiedler Matruch ermorden lassen. Dieser muss als Opfer für das Christentum fallen, weil es dann um alle Muselmänner geschehen sein wird.« Sobald der Kaiser diesen Brief erhielt, sandte er 10.000 wohlbewaffnete Reiter mit Proviant versehen ab, und in 2 Tagen waren sie in der Nähe des Klosters. Indessen führte die Alte die Prinzen und den Wesir ins Kloster, und als ihnen der Einsiedler Matruch entgegenkam, rief ihnen die Alte zu: »Bringt diesen Verruchten um!« Und im Augenblick versetzte ihm Scharkan mit dem Schwert einen Todesstreich. Die Alte führte sie dann in das Gemach, wo allerlei Kostbarkeiten des Klosters verborgen waren. Die Muselmänner freuten sich sehr, packten alles in die Kisten, die sie mitgebracht hatten, und luden sie auf ihre Maulesel. Da aber Tamthil mit ihrem Vater aus Furcht vor den Muselmännern nicht kam, wartete Scharkan noch 3 Tage. Dann sehnte er sich so sehr nach seinen Truppen zurück, dass er sich von Dhul Makan überreden ließ, abzureisen und lieber nach der Eroberung von Konstantinopel wieder Tamthil aufzusuchen. Die Alte, um keinen Verdacht zu erregen, hielt sie nicht länger auf, aber kaum waren sie vom Berg herunter in das enge Tal gekommen, als sie von 10.000 Ungläubigen umzingelt wurden. Scharkan konnte sich nicht erklären, wieso diese Truppen auf einmal hierher gelangten, noch wer sie hierher geleitet. Sein erster Gedanke war nun, die Zugänge des Tales zu verteidigen. Aber Dendan, welcher behauptete, schon einmal bei einer Belagerung Konstantinopels mit seinem Vater in dieser Gegend gewesen zu sein, sagte, man müsse sich, sobald als möglich, durchschlagen. Der Feind würde sonst den Berg vor der Schlucht besetzen und sie mit Steinen totwerfen. Die Alte rief: »Was bedeutet diese Furcht? Seid ihr nicht entschlossen, euch auf dem Pfad Gottes zu opfern? War ich doch 15 Jahre unter der Erde eingekerkert, ohne über Gottes Ratschluss zu murren. Darum kämpft nur. Wer als Märtyrer stirbt, dem weist der einzige Gott das Paradies zur Wohnung an.« Diese Worte belebten den muselmännischen Mut so sehr, dass Scharkan es wagte, mit Ungestüm auf den Feind einzudringen und mit seiner Handvoll Ritter den hartnäckigsten Kampf zu bestehen. Auch Dhul Makan schlug die Köpfe der Christen 5- und 10-weise herunter, und die Alte spornte ihren Eifer stets durch Zeichen und Worte an. Der Kampf dauerte den ganzen Tag, und als die Nacht heranbrach, zog sich Scharkan mit den Seinigen, von denen aber nur noch 45 übrig waren, in eine Höhle zurück. Er war eine Weile sehr bestürzt, weil er die Alte nicht wieder sah, aber auf einmal kam die Verruchte mit dem Haupt des griechischen Feldherrn in der Hand. Dieser war von einem Türken getötet worden, und Gott hatte schnell seinen Geist in die Hölle geschickt. Aber die Christen fielen über den Türken her und hauten ihn in Stücke, während Gott seine Seele ins Paradies sandte. Die Verruchte schnitt dann den Kopf des Feldherrn ab und brachte ihn dem Prinzen höchst erfreut und erzählte ihnen, sie habe heute den Märtyrertod gesucht und nicht geruht, bis sie den Feldherrn der Ungläubigen getötet. Sie redete ihnen dann wieder zu, nur den Mut zu verlieren. Sie wolle noch diese Nacht auf einen kurzen Weg die muselmännische Armee von ihrer Lage benachrichtigen und mit 20.000 Mann zurückkommen, die diese Ungläubigen aufreiben sollten. Als Scharkan fragte, wie sie entkommen wolle, da doch alle Ausgänge des Tales bewacht wären, lachte sie und sagte: »Gott wird mich den einen unsichtbar machen und den anderen den Mut nehmen, mir etwas zuleid zu tun.« Scharkan versetzte hierauf: »Bei Gott, du hast recht. Ich habe auch heute gemerkt, dass dich Gott beschützt. Es wäre gut, wenn du bald gingest.«
Ich gehe gleich, und wenn du mitkommen willst, so mache ich dich auch unsichtbar. Auch dein Bruder kann uns begleiten. Doch mehr als zwei kann ich nicht schirmen. Was mich betrifft, so werde ich von meinem Gefährten mich nicht trennen. Wenn aber mein Bruder und der Wesir mit dir gehen wollen, so mögen sie es zum Wohl der Muselmänner tun und morgen mit 10.000 Mann zurückkehren. So warte eine Weile. Ich will vorausgehen und sehen, wo die Ungläubigen lagern und ob sie schlafen. Ich komme dann wieder und hole deinen Bruder und den Wesir ab. Während nun die Alte im feindlichen Lager mit den Griechen verabredete, dass sie sie mit dem Sultan Dhul Makan und dem Wesir frei durchziehen lassen und erst, wenn sie mitten unter ihnen sich befänden, sie gefangen nehmen möchten, begab sich Scharkan zu seinem Bruder und rühmte den Mut und die Heldenkraft des Derwisches, der den obersten Feldherrn getötet. Und als die Alte zurückkam und ihnen vollkommenes Gelingen ihrer Unternehmung versprach, entschloss sich Dhul Makan und der Wesir ihr zu folgen. Denn das ihnen bestimmte Geschick musste sie ereilen. Als sie nun an den Ungläubigen, welche den Ausgang des engen Tales bewachten, vorüberkamen, widersetzte sich ihnen, der schlauen Verabredung mit der Alten gemäß, niemand, so dass Dhul Makan ausrief: »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist ein Gesandter Gottes. Und das ist ein offenbares Wunder, wie nur Heilige zu wirken imstande sind. Dieser Derwisch muss einer der eifrigsten Diener Gottes sein.« Der Wesir sagte hierauf: »Mein Gott, ich glaube, alle diese Griechen sind blind, dass sie uns so ungehindert durchziehen lassen.« Aber auf einmal sprangen die Ungläubigen über den Wesir und den Prinzen her, legten sie in Ketten und fragten: »Ist sonst noch jemand bei euch?« Sie antworteten, indem sie auf die Alte hindeuteten: »Hier ist noch ein Mann.« Aber die Griechen sagten: »Wir sehen niemanden.« Und die Alte verschwand vor ihren Augen, so dass der Wesir und der Prinz glaubten, sie haben sich durch irgendeine Sünde oder ein Vergehen gegen den Derwisch selbst in dieses Unglück gestürzt. Besonders der Wesir, der früher einmal einige Zweifel gegen die Aufrichtigkeit der Alten geäußert hatte, machte sich bittere Vorwürfe. Scharkan, der glücklicherweise zurückgeblieben war, machte sich am folgenden Morgen auf. Betete, frühstückte etwas, rüstete seine Soldaten wieder zum Kampf gegen die Ungläubigen und flößte ihnen durch das Versprechen eines himmlischen Lohnes viel Mut ein. Als sie aber in die Nähe der Griechen kamen, riefen diese ihnen zu: »Wehe euch, Muselmänner! Wir haben ja euren Sultan und euren Wesir gefangen. Kommt also mit in unsere Hauptstadt. Vielleicht wird unser Kaiser euch begnadigen und Frieden mit euch schließen. Das ist wohl das Beste, was euch zukommen kann. Wollt ihr nicht, so sind wir bereit, euch zu bekämpfen, bis wir euch gänzlich aufgerieben.« Scharkan war sehr bestürzt, als er dies hörte, und weinte heftig über die Gefangenschaft seines Bruders und des Wesirs, für deren Rettung ihm wenig Hoffnung übrig blieb. »Gewiß«, dachte er, »haben sie dem Derwisch nicht die gebührende Ehrfurcht erwiesen. Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe als bei dem allmächtigen Gott. Wir sind Gottes und kehren wieder zu ihm zurück.« Indessen drang er auf die Griechen, die ihn von allen Seiten umzingelten, mutig ein und tötete viele von ihnen. Keiner der Seinigen fürchtete den Tod, und niemand sann auf die Flucht, bis die Erde mit Leichen bedeckt war und ein ganzes Meer von Blut sich darüber ausdehnte. Der Kampf dauerte den ganzen Tag. Erst abends zog sich Scharkan mit den wenigen Seinigen wieder in die Höhle zurück, nachdem er an diesem Tag 35 seiner besten Begleiter verloren hatte. Er war höchst bestürzt über seinen Verlust und wußte kein anderes Mittel, als sich ganz dem Willen Gottes hinzugeben. Am folgenden Morgen sagte er den paar Leuten, die noch bei ihm waren: »Bei Gott, wenn wir nur den Eingang der Höhle verteidigen, vielleicht hat Gott doch den Derwisch zu unserer Armee gelangen lassen, dass er bald mit 10.000 Mann Hilfstruppen wieder zurückkehre.« Dieser Rat wurde von seinen Gefährten gut geheißen. Sie blieben am Eingang der Höhle stehen und trieben den ganzen Tag durch die Griechen zurück, die sich derselben bemächtigen wollten, und töteten gar manchen von ihnen. In der darauffolgenden Nacht sagten die Griechen unter sich: »Wie lange wollen wir noch hier verweilen, um gegen die 25 Mann zu kämpfen, die noch bei Scharkan übrig bleiben? Wohlan, lasst uns, wenn sie sich nicht ergeben, ihre Höhle in Brand stecken, so dass sie ein Raub der Flammen werden und aller Welt zur Lehre dienen. Der Messias verdamme sie, sie sind alle so tapfer, dass wir ihnen nicht anders beikommen können.« Sie trugen dann Holz zusammen vor den Eingang der Höhle und zündeten es an. Scharkan rief in der höchsten Not die Worte aus, deren sich niemand zu schämen hat.
Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe außer bei Gott, dem Erhabenen. Schon wollten einige Griechen mit dem Schwert auf ihn eindringen, als der Befehlshaber ihnen zurief: »Lasst ihn leben, wir wollen ihn gefangen dem Kaiser nach Konstantinopel bringen. Er mag mit ihm nach Wunsch verfahren.« Scharkan und die noch übrigen Muslime wurden hierauf gefesselt und einer starken Wache übergeben. Als in der Nacht aber die Griechen alle betrunken waren und auf dem Boden hingestreckt lagen, sprengte Scharkan in der Verzweiflung die Ketten, dann nahm er dem Wächter die Schlüssel zu den übrigen Ketten aus der Tasche und entfesselte Dhul Makan, den Wesir und die 25 Mann, die noch bei ihm waren, und sagte zu seinem Bruder: »Ich will nun 3 von den Wachen töten, und wir ziehen ihre Kleider an und gehen dann unbemerkt zu unserer Armee.« Aber Dhul Makan konnte diesem Entschluss nicht beistimmen. »Denn«, sagte er, »leicht möchte ihr Geschrei, wenn du sie tötest, die übrigen aufwecken. Es ist besser, wir machen nur, dass wir so aus dieser Schlucht hinauskommen.« So gingen sie denn in der größten Angst mitten durch die Griechen durch. Gott nahm sie unter seinen Schutz und ließ keinen von den betrunken umherliegenden Griechen erwachen. Als sie glücklich aus der Enge waren und sich auch mit Pferden und Waffen versehen hatten, sagte Scharkan: »Mein Rat ist nun, wir gehen auf diesen Hügel und rufen alle auf einmal: Gott ist groß, hier ist die muselmännische Armee, ihr Feinde Gottes. Die Griechen werden in ihrer Trunkenheit und in der dunklen Nacht sich nicht zu helfen müssen und sich selbst untereinander morden.« Dhul Makan widersprach auch diesem Rat und schlug vor, lieber ganz still und leise, ohne ein Wort zu sprechen, ihre Armee einzuholen. »Denn«, sagte er, »vielleicht könnten wir, wenn wir sie aufwecken, von ihren leichtfüßigen Rossen wieder eingeholt werden, und Gott, gepriesen sei sein Name, hat gesagt, stürzt euch nicht selbst in Gefahr.« Aber Scharkan sagte: »Es wird uns nichts geschehen, so Gott will«, und beredete die übrigen, mit ihm den Hügel zu ersteigen und so laut zu schreien: »Gott ist groß«, dass der ganze Berg zitterte und Bäume und Steine mit ihnen aus Gottesfurcht einstimmten. Als die Griechen dies hörten, riefen sie: »Bei dem Messias, der Feind hat uns überfallen!« Sie umgürteten ihre Schwerter und erschlugen einer den anderen, bis so viele von ihnen fielen, dass nur Gott ihre Zahl kennt. Als aber der Anführer der Griechen nach den Gefangenen sehen wollte und keine Spur mehr von ihnen fand, sagte er: »Wehe euch! Gewiss haben die Gefangenen uns überlistet. Nun eilt ihnen nach und sucht sie noch im Gebirge einzuholen.« Die Griechen fassten Mut und bestiegen ihre Pferde, und es dauerte nicht lange, da hatten sie die Muselmänner so eng umzingelt, wie ein Armband den Arm umfasst. Dhul Makan sagte seinem Bruder: »Du siehst, dass, was ich befürchtet habe, nun eingetroffen ist. Jetzt bleibt uns nichts übrig, als im heiligen Kampf umzukommen.« Während aber Dhul Makan und Scharkan in der größten Bedrängnis fest entschlossen waren, für Gottes Sache zu sterben, wurde auf einmal von dem lauten Ruf »Allah Akbar«, Gott ist groß, die Erde erschüttert, und 20.000 Reiter verbreiteten die ganze Nacht durch ein schreckliches Blutbad unter den Griechen. Erst als der Morgen leuchtete, erkannte Scharkan seine eigene Armee, an deren Spitze Bahram und Rustem standen, welche von ihren Pferden abstiegen und vor ihm und seinem Bruder sich verbeugten. Folgendes ist die wunderbare Ursache ihrer Ankunft. Bahram, Rustem und der Verwalter waren mit wehenden Fahnen, wie wir schon berichtet, bis vor Konstantinopel gezogen. Als die auf den Wällen und Zitadellen Wache haltenden Griechen das Gewirr der Pferde hörten und einen dicken Staub, dann eine Armee, tobend wie der Ozean und zahlreich wie ein Schwarm Heuschrecken, sahen, deren Stimme sich bis zum Himmel erhob, benachrichtigten sie den Kaiser davon, und in einem Augenblick waren die Wälle mit unzählbaren Soldaten besetzt. Der Verwalter sagte dann zu Bahram und Rustem: »Mir wird bang vor dieser Masse Feinde. Vielleicht könnten sie durch Spione entdecken, dass die Prinzen und der Wesir nicht bei uns sind und mit doppeltem Mut uns überfallen. Ich rate daher, dass ihr mit den 10.000 Reitern nach dem Kloster zieht, um die Prinzen und den Wesir zu holen. Dann haben wir nichts mehr zu befürchten.« So wählten sie jede 10.000 Reiter und machten sich auf den Weg nach dem Kloster. Auch die Alte hatte sich, nachdem Dhul Makan den Griechen überliefert, nach Konstantinopel begeben, in der Absicht, den Muselmännern die Gefangenschaft ihres Sultans zu melden und sie dadurch in die größte Bestürzung zu versetzen, damit die Griechen, denen sie Nachricht davon geben wollte, sie umso leichter besiegen könnten.
Sie begegnete unterwegs Rustem und Bahram und glaubte anfangs, sie seien auf der Flucht und vor Konstantinopel geschlagen worden. Bald aber bemerkte sie, dass alle ihre Fahnen unverletzt geblieben, und sie dachte wohl, sie würden ihre Freunde aufsuchen. Sie erzählte ihnen daher, wie sie von einer griechischen Armee überfallen worden und wie Scharkan nur noch mit 25 Mann übrig geblieben. Bahram und Rustem dankten der Alten für ihre Nachricht und beschleunigten ihren Marsch so sehr, dass sie, wie schon erwähnt, noch zur rechten Zeit eintrafen, um die Muselmänner zu retten, die dann mit ihnen vereint ihren Zug nach Konstantinopel antraten. Scharkan rezitierte folgende Verse nach der gewonnenen Schlacht. Sei gepriesen, o du, dem allein das höchste Lob geziemt. Du hast mit deiner Huld mich reichlich beschenkt, mir ein Königreich und ein Schwert der Kraft und des Sieges verliehen. Du hast aus der größten Gefahr mich errettet und die Griechen mit blutbeflecktem Gewand zurückgetrieben. Dort liegen sie nun hingestreckt vom Blut, nicht vom Wein berauscht. Von den Unsrigen sind aber nur wenige gefallen, und diese besitzen nun im ewigen Paradies Schlösser am Ufer klarer Bäche. EA Productions.